So, meine lieben Räucherfreunde, jetzt muss ich mal ein Fleisch beziehungsweise drei so schöne Stücke raus aus dem Pökelschlaf. Es war jetzt 3 Wochen drin, hat schön da drinnen eine schöne Ruhepause gehabt. Jetzt schneiden wir mal das auf. Und da will ich euch jetzt mal was zeigen. So, dann kommt das Fleisch erstmal da raus, mache ich da mal Zähnebürsten weg. Tue jetzt da einfach so raus. Bum, 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 bum. So, das schaut schon sehr super aus. Und das lasse ich jetzt so, weil viele das abwaschen. Das mache ich jetzt nicht. Ich trockne das jetzt bloß ab und dann lasse ich es ein paar Tage durchbrennen in den Kühlschrank. Und wenn ich dann wieder soweit bin, mache ich jetzt da weiter dann. Wenn ich dann wieder soweit bin, dann melde ich mich gleich wieder, gell? Trockne das bloß ab und dann geht es wieder weiter. So, Pause. So, das ist jetzt das letzte Stück von dreien. Die anderen zwei habe ich hier schon. Also wie gesagt, ich habe das Fleisch jetzt nicht abgewaschen, was viele Leute machen, die Gewürze dann wieder runterwaschen. Ich lasse das so, ich habe jetzt das bloß trocken gemacht. Mit Zebrawisch schon weg. Und jetzt mache ich verschiedene Gewürze da drauf. Sprich, nur jetzt bei denen mache ich nur jetzt da, bei den anderen mache ich dann die Gewürze drauf. Bei denen mache ich dann schon Chili, getrocknete Chili-Pulver ist das. Das wird jetzt dann satt. Satt. Eingerieben. Dass es wirklich schön dick drum ist, schön fest angedrückt. Andere Seite, auf der Seite noch. Und auf diese Seite noch. Das ist richtig schön überall. Was drauf ist. Na, genau gereicht jetzt. Das drücke ich jetzt noch an. Den Rest haue ich da noch drauf. Und das ist Stufe 6. Also es ist schon ziemlich scharf. Die schaut dann im Ganzen so aus. Und das kommt jetzt dann für 3-4 Tage im Kühlschrank. Und dann lasse ich es nochmal 5 Tage in einen kühlen Raum hängen. Das war jetzt der eine. Dann kommt dann der nächste her. Machen wir noch ein bisschen trocken. Dann mache ich dann auch noch Pfeffer. Pfefferkerne tue ich jetzt dann in der Mühle mahlen und dann mache ich das noch trocken. Also gebe ich das dann trocken drauf. Nichts Honig oder irgendwas. Trocken außer drauf, wie gerade das Schafe da. Und wie gesagt, und das andere Stück mache ich dann mit Kräuter der Provence. Also einmal mit Pfefferkruste, Chili, getrockneten Chili und Kräuter der Provence. Also dann, tschüss.